Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die ist halt der Rakensang. So, dann, ich wollte mich zu dem Zeugwart nochmal zurück. Gucken, ob wir da den Helm abgeben können. Ah, Garrosche. Ich habe gehört, dass ihr es geschafft habt, den Streit der Töchter der berühmten Marienbosch herbeizulegen. Ich bin beeindruckt. Ich erwähnte noch gar nicht, dass ich mit den Schwestern verwandt bin. Sie sind meine Cousinen. Naja, jedenfalls hat die Verwandtschaft irgendwann aufgegeben, vermitteln zu wollen. Vielleicht braucht es einfach ein frisches, unbelastetes Gesicht. Ja, das denke ich auch. Manchmal streitet man sich jahrelang und weiß eigentlich gar nicht mehr warum. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Genau, ich habe unter den Höhlen unter der Stadt diesen Helm hier gefunden. Ich wollte ihn den Angehörigen des Verstorbenen zurückgeben. Den Helm? Zeig doch mal her. Das ist ja erstaunlich, das ist der Helm von Rumbards Sohn des Ragomir. Er war ein Großonkel von mir. Die Familie hat nie erfahren, was aus ihm geworden ist. Ist du irgendwie hier so... Die Familie ist irgendwie so die Dorfmatratze. Jeder ist da mit denen verwandt. Ich fand den Helm in einem zugemauerten Gang. Offenbar drang dieser Rumbard bis in die verschlossenen Höhlen vor, in denen untote Geräume wandeln. Ich denke, er fiel ihnen zum Opfer. Ach, eine glückliche Fügung. Das Gedenken an unsere Ahnen ist für uns Angroschen immer sehr bedeutsam. Wir wussten lange nicht, wie Rumbard starb. Seine Grabtafel konnte nicht beschriftet werden. Ich danke euch, dass wir nun Gewissheit haben. Bitte nehmt diese kleine Summe als Dank. Kann ich sonst noch irgendwie helfen? Das war's, danke. So, cool, haben wir das auch. Dann... Ja, müssen wir eigentlich nur nochmal zurück jetzt. Haben wir alles soweit? Also dann zur letzten verbleibenden Quest. Also, Moment zumindest. Das so hinführen mag. Geradeaus bitte. Der ist jetzt schon repariert, das Portal, oder noch nicht so? Also repariert und präpariert. In den Feuerfällen, okay. Das scheint tatsächlich zu funktionieren. Na dann, kurz gespeichert. Ab durch. So. Was haben wir jetzt? Funkelhöhle. Okay.
Scheint hier noch einigermaßen ruhig zu sein, so fürs Erste. Die Luft ist so dick, dass man sie schneiden könnte. Hier ist schon sehr lange niemand mehr gewesen. Ja, das wird aber werden, denke ich. Kartenmäßig aus. Okay, wir müssen nach Norden. So, zurück ist jetzt erstmal nicht. Wir hier raus? Nö. Das ist leider auch zu. Das hat sich ja wohl gerade bewegt. Gefühlt sich so, als würde es hier weitergehen, aber hier ist halt auch nichts außer brennendem Zeug. Ah. Das war durch den Rauch nicht zu erkennen. Okay, ich wollte gerade noch zurück und mich buffen. Na gut, dann machen wir es halt so. Wenn das mit der 1 macht, Spinne sollte ja passen. Für Ardo! Bei meiner Axt! Folgt mir! So, dann könnt ihr eure neuen Fähigkeiten mal nutzen. Attacke! Ja, und durch die ganzen Wunden gehen die dann auch sehr, sehr schnell kaputt, die Gegner. Das ist doch schön. Kommt die nächste? Jo. So. Man weiß, habt ihr jetzt keinen Dings mehr? Keine Ausdauer mehr? Ich wollte tatsächlich vorher noch buffen, bevor ich hier reingehe. Sturm über Wassern. Meint ihr? Bei Angroschbart. Hey, ja. Für Ardo. Ja. So, sehr gut. Heil dich mal kurz, das sollte reichen. Interessanterweise reicht es nicht. Noch mehr? Na gut, dann haben wir die jetzt noch platt und dann wird er sich mal gebufft. Meine Herren. Lass das mal Vorgrim machen. Wie soll da durchgewuselt? Für Ardo! Komm schon. So.
rein. Ja. Feia Tara Bra. Mandaya. Das bin ich. Wanda. So, hier warten wir noch ein bisschen. Nehmen wir gerade die Spinne noch auseinander. So, einen feuerhaften Begleiter noch. Und dann gibt es gleich noch einen Armatrutz drauf. Gut, gespeichert wird mal schnell. Lass uns mal gerade schauen. So. Lava-Vorhang, irgendwo ist hier wieder ein Gegner. Ah. Ein Feuergeist. Ha! Meint ihr? Gucken wir den irgendwie abstellen können, den Lava-Vorhang hier. So, ihr brutzelt gerade noch ein bisschen vor euch hin. Das bin ich. Dann dürft ihr aber mal eine Runde heilen. Sehr schön, der Rest kann jetzt wieder ja, sich um sich selber kümmern, also von sich aus hochheilen. Für die Zyklopentür, okay. War hier irgendwas? Hat sich was übergelassen diesmal, nett. Ein leckeres Feuerherz. Da liegt noch ein Zyklopenskelett. Okay. Schauen, was sonst noch hier auf uns wartet. Da, noch so ein riesiger Glotzknochenmann. Ich spüre, dass keine finstere Magie in den Gebeinen wohnt. Immerhin. Ah, so geht die Tür auf. Cool. Ach, schaut mal. Da hat jemand einige Zeichen in den Stein gehauen. Mhm. Bringt sonst aber erstmal nichts, oder? So.
So, was? Du erneuerst bitte nochmal die Buffs. Alles klar. Die Zeit. Yandra Aikara. Wer weiß, was uns jetzt hier noch entgegenspringen möchte oder auf der anderen Seite erwartet. Noch traue ich der Sache hier nicht so ganz. So, Steintafeln. Drüben, glaube ich, Gegner, ne? Ah, hier, okay. Doch nicht so ganz drüben. Ich versuche mein Bestes. Na, sonst für drei. Bei Angroschbart. Gut, dann erstmal darauf. Kannst hier schon mal ein bisschen Schaden machen. Okay, dieses Feuerschaden ist jetzt nicht so ganz angenehm. Ihr haltet zwar nicht so viel aus, aber ihr sprengt mir halt meine ganzen Begleiter in die Luft. So, du kannst dich mal heilen. Du kannst dich mal heilen. Das war unerfreulich. Na gut. Einmal zweimal. Ja. Gut. Sollen wir die Feuerherzen nochmal nehmen? Ihr seid jetzt wieder alle soweit fit. Okay. Na klar. So, angeschlagen, aber fit. Wir haben erkaltetes Feuerzeug. Hier sollen wir jetzt einfach drei neue reinpacken. Was ruckelst du wieder so? Okay, also da kommt eins. Alles klar. Da kommen dann drei rein. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Okay. Das hätte dann noch ganz gut funktioniert.
sind hier Suiziddinger, wie mir scheint. So, dann brennt mal noch ein bisschen vor euch hin. Mein Atem geht ruhig. Du heilst dich gerade mal selber, bitte. Na klar, Aldrasora. Ja. Wir prügeln mal hier ein bisschen auf die Feuergeister drauf. Danach kannst du mitschießen. Sanyasa Fegra. So, da du gerade so schön brennst, einmal heilen. Ein Zwerg, ein Wort. Bei Angroschbar. Könnt ihr den noch platt haben, bitte? Da ist noch einer. Lass das mal Vorgrim machen. Ich glaube, ich sollte hier langsam mal die Brandsalbe nutzen. Folgt mir. Ein. Gut. So, geh dich mal. Ja. Dann einmal Heilung. Der Atem geht ruhig. Wir sollten ein bisschen weiterlaufen hier. Das bin ich. So, du wirst es wahrscheinlich gleich wieder da liegen. Sprich, Freund. Sanyasa Fegra. Na klar. Und ich glaube, du heilst erstmal vorkommen. Ja. Ach, genau, das ist mit dem Explosiven ist nicht schön. Mit dem Ding aber auch nichts wirklich gebacken. Dann ja. So, du ziehst dich mal bitte zurück. Ihr seid Fernkämpfer, keine Nahkämpfer. Du hast hier die Feuerschutzdinger an, das ist ja in Ordnung. Sturm über Wasser. So. Sanya. Dann schauen wir jetzt mal. Haben wir jetzt hier drin 4. Packen wir nochmal 4 neue rein. Ja. Da haben wir dann 2. Gut. Vielleicht macht das hier auf. Okay, das macht tatsächlich auf. So, du darfst mal heilen.
Beziehungsweise verbinden. Aufgepasst. Das Seil kommt ja dann ganz von selber hoffentlich. Du haust nochmal eine Runde Buffs raus. Scheinbar keine Sekunde zu früh. Was haben wir denn da oben? Ich bin ja noch am Vorbereiten, mein liebes Spiel. Warte doch mal etwas. Ich versuche mein Bestes. Vor allem Vorgrim geht's ja nicht gut. Ai. Sanyasa Phaegra. Folgt mir. Alles klar. So. Das bin ich. Dann kommt das Feuerherz mit. So, wollen wir die Fallen ausspionieren? Du heilst jetzt hier gerade einmal durch, bitte. Momentan warte ich mal noch. Alles klar. So. Das von einem Fachmann entschärft werden. Wer außen rumlaufen? Geht das? Also quasi die Augen hier. Okay, ich glaube, wir sind angekommen. So, ihr dürft euch alle nochmal heilen. Das ist Vergiftung, das könnte auch schnell weg. Einmal, zweimal und dreimal. So, das haben wir. Zyklopte haben wir, Feuerbrücke haben wir, Schlafvorhang haben wir. So, das Herz ist nicht mehr weit, das stimmt allerdings. Jetzt müssen wir an die Konsole. Wahrscheinlich kommen hier einige Gräume. Von daher wäre ich doch ganz gern vorbereitet. Ihr seid soweit noch fit. Machen wir mal der Dinge. Hier kommen mögen. Hier ist also zu. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie da hoch. Ja. Gehe ich mal von aus. Naja. Schauen wir uns in der nächsten Folge noch ein bisschen um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß.
Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.